zitiert wird, den wir immer mal häufig gesehen haben, diesen ziemlichen stabilen, wo ich immer gesagt habe, ist das ein Geldtransporter oder so, so stabil das Ding ist. Ja, Fehlanzeige. Da hat mir ja der liebe Schweizer User, den ich immer falsch ausspreche, sorry dafür, hat mir geschrieben, da drinne wird tatsächlich, vielleicht begegnen uns ja gleich einer, da drinne wird Glas transportiert. Und da habe ich mir auch gedacht, was Glas? Das ist ja jetzt wohl ein Scherz, aber es ist scheinbar so, dass dort drin Glas transportiert wird. Bei ihnen sieht es aus wie ein Red Bull. Ist auch interessant. Red Bull und Glasherstellung. Aber wie gesagt, das, ja, es passt alles vorne hinten nicht. Ja, das sieht man ja. BP oder Gazprom mit Traktoren, ne? Also das ist, das ist das Gleiche. Also das BP oder Gazprom, die eigentlich eher auf Öl spezialisiert sind im wirklichen Leben, da wäre es sinnvoller, dass die ADR gut haben, aber nein, da werden Traktoren transportiert, das ist das Gleiche, aber wie gesagt, das ist ja der Firmenmod. Dafür kann man ja auch wieder nichts. Aber wirklich in diesen einen Trailer Glas, also. Aber er hat dann auch hinzugefügt, ja, es wäre sinnvoll, wenn das vielleicht irgendwie noch so Schmuck ist, so wertvoller Schmuck oder so. Genau sowas habe ich auch gedacht. Eher so sowas in die Richtung, irgendwas Wertvolles, weil das ja ein ziemlich robuster Trailer ist und da drin mit Glas zu transportieren. Wobei ich meine, ich auch schon mal irgendwie mal was hatte mit einer Glasscheibe, aber das sah so aus wie, das war glaube ich so ein Gestell wie die Fertighauswände. Was wird denn hier dran? So ein Bagger ist das. Ja, da haben wir doch einen Bagger schon. Wahrscheinlich von British Petrol wieder. Oder Gazprom oder sowas. Ja, apropos, da wo wir jetzt hinfahren, gibt es nur zwei Firmen. Da gibt es nämlich LKW Walter und Gazprom. Ne? Und Gazprom, ne, wo man eigentlich denken mag, okay, da wartet ADR gut, ja, von wegen. Werden dann wieder irgendwelche Traktoren wieder angeboten. Ja, aber das ist schwierig. Also da müsste schon jemand einen besseren Firmenmod erstellen. Ich glaube im Just Play Mod. Ich weiß nicht, ob der besser ist, aber auf jeden Fall möchte ich den im Just Play Mod nicht verwenden. Aber wie gesagt, die schreiben zwar da immer ins Forum, man soll es nicht mit den normalen Firmenmod verwenden, aber es geht trotzdem. Also von da ab da nicht irritieren lassen. Also wer den anderen halt nicht will. Das ist ja am Ende eh die Entscheidung von der Person, die es spielt. Und wie gesagt, ich kriege ja auch hier kein Geld für. Ne? Ich habe ja jetzt auch keine Lizenz hierfür. Ja, zwar hat da S-Software da so ein wunderschönes Dokument. Ja, aber das ist eben nicht auf Namen geschrieben und da wird dann YouTube rummeckern. Und außerdem ist nicht meine Absicht hier erstens eine Mauer zu errichten und zweitens ist nicht meine Absicht, mit diesem Projekt hier Geld zu verdienen. Die einzigen Videos, die ja hier monetarisiert sind, sind alle Minecraft-Videos. Und das sollte auch reichen. Und ich bin sowieso ordentlich scharf auf die Kohle. Das ist nur so. Also ich mache das eigentlich viel mehr, um Testzwecke zu sehen. Um mal zu sehen, wie viel Aufrufe man braucht, um da überhaupt was zu bekommen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja, und jetzt hier Grenzübergang. Ägypten, Syrien. Syrien war natürlich die Flagge, wo ein bisschen schwarz drin war. Also in der Mitte mit dem Stern. Und da drüben fuhr eben gerade der Trailer. Wenn man es auch nicht gesehen hat, mit diesem robusten sonst ein bisschen zurückspulen. Ich hoffe, das war jetzt nicht genau im Cut drin. Das wäre dann nicht so gut. Aber das war eben der Trailer. Das, wie gesagt, das muss ich nicht verstehen. Aber nun ja, da kann man halt nichts ändern. Ich habe ja auch hier schon, hier ist ja auch im Just Play Mod so ein Trailer-Packet drin, also dass da so richtige Firmen drauf ist, dass man da dann
wie wir gesehen haben, da haben wir irgendwas für diesen, für dieses Postunternehmen, DPD, glaube ich, heißt die, ne? Wo da eben irgendwas lang. Oder halt auch richtige Trailers. Na gut, DHL gab es, glaube ich, schon vorher. Ja, aber eben richtige Trailer. Und das ist auch gut so. Ach, da fuhr eben gerade nochmal so ein Glastransporter lang. Sehr gut. Ich darf nicht zu schnell fahren. Lieber ein bisschen gemütlicher. Nicht, dass wir wirklich wieder aus der Kurve fliegen. Also, soweit ich weiß, werden die Trailers auch grundsätzlich komplett ersetzt. Also es gibt dann zum Beispiel nicht mehr so, was wir immer in München hatten. Wenn wir in München für Lookoil irgendwas gefahren haben, dann werden die Trailer, glaube ich, auch nicht mehr Lookoil drauf haben, sondern irgendwas anderes. Das weiß ich. Na gut, das ist zum Beispiel jetzt eine Beispielsfirma, die es wenigstens richtig hat. Da ist auch ADR gut. Ja, oder beim Obi, ja, obwohl beim Obi-Markentraktor, das würde auch noch passen, ja. Das würde passen, na gut, schon. Na gut, für jetzt, was wir jetzt machen, für einen Sparmarkt eher weniger, dass die einen Druck. Wie nennen sich das Ding? Druckbehälter. Nee, das passt nicht wirklich. Das würde eher zu LKW-Walter passen. Na gut, LKW-Walter sowieso, weil LKW-Walter ist ja eine österreichische Transportunternehmen, die alles mögliche, glaube ich, transportieren. Also da würde das eher zum Beispiel reinpassen. Das ist ja, glaube ich, auch sowas wie Faircam oder Daxa. Ich glaube, diese drei, das ist, glaube ich, ungefähr das gleiche so von der Art, was die machen. Also von da passt eigentlich immer alles zu. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht auch mal irgendwie ein ADR-Gut transportieren oder sowas. Was macht denn der? Warum tritt denn der? Ach nee, das ist das Licht. Ich dachte schon, warum tritt denn der ständig auf die Bremse drauf? Naja, aber wie gesagt, das KI-Update, das wird ja dann hoffentlich kommen mit der 1.8. Und dann hoffen wir, dass das auch wirklich was wird, weil dann kann das Spiel wirklich die... vor allem, wenn das wirklich dann auch gut ist, also wenn da wirklich die KI sowas von gut verbessert worden ist, ja, dann kann man das Spiel auch wirklich ein 1 plus mit Sternen verleihen. Aber momentan ist das eben nicht möglich. Na, fahr. Dann können wir auch rein. Achso, nee, die schwenken auch mit ein, weil sonst hätten wir ja die bisschen Vorfahrt gewähren müssen. Ja, und dann fahren wir jetzt hier mal schön hinein. Ja, genau, da war eben auch so ein Trailer mit DPT mal wieder. Aber ich hatte ja sowieso auch mal angesprochen, dass ich mit so anderen Postunternehmen, also außer der klassischen DHL, eben nicht zufrieden bin. Na gut, aber man hat ja auch nur, wenn, im Zweifel mit Hermes zu tun und das reicht mir schon immer. Ja, schnell runter und dann sind wir jetzt hier in Tobrunkyu oder wie auch immer die Stadt sich aussprechen tut. Ja, und da sehen wir, die zwei Firmen stehen uns zur Auswahl. Einmal hier Gazprom und dann LKW weiter. Tobrunkyu, genau. Und dann ganz hinten gibt es eben wie immer noch Carrefour, aber wie gesagt, Carrefour können wir nichts ausliefern. Das ist eben das Problem. Können wir mal hin transportieren, finde ich auch sowieso unnötig. Gut, und dann biegen wir jetzt hier mal ab. Hier beim TÜV.
Unterhaltmarken. Und damit haben wir die 448 Kilometer geschafft in 5 Stunden 6 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 221,4 Liter. Ja, und dann haben wir wie immer eine Basisvergütung, Erfahrungspunkte 17 und Bonus für Fernfahrten, klar. Zweier Fernfahrt und Bonus für hochwertige Fracht. Was daran so hochwertig ist an Truppeltern, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall haben wir da mal 640 Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, also hier und 17.907 Euro erwirtschaftet. Jawohl, so muss das sein. Und ja, dann sind wir schon mal ein ganz gutes Stück Richtung Level 18 gekommen. Und gut, das war's dann für heute. Oh, sogar 1% Schaden, aber das ist ja wie immer die Reifenabnutzung. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video dann demnächst wieder. Ja, ich tue jetzt noch was essen und dann gehe ich auch schon zur Uni. Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Auftrag dann wieder von Euer Truck Simulator 2. Und bis dahin wie immer und ciao.